So, weiter geht's. Nach dem Borderlands Pre-Sequel! Nach dem unschönen Stopp gestern machen wir jetzt mal weiter. Ja, der war nicht so toll. Weiter. Das schreibt man übrigens mit Doppel-R. Genau. Und mit Ä. Drei Ä. Wenn nicht sogar weiter. So ähnlich wie Volunteer, ne? Volontär. Cool, ich habe eine schöne Laufanimation, aber noch keine Waffe in der Hand. Ja, stimmt, du hast noch keine Waffe in der Hand. Warum habe ich keine Waffe in der Hand? Verdammt, ich habe aber Waffen. Aha. Ich bin es noch so gewohnt, auf die Köpfe zu schießen aus dem zweiten Teil, um die eigenen Teammitglieder zu heilen. Das kommt bestimmt bei anderen Spielen dann nicht so gut. Das ist wohl richtig. So, jetzt müssen wir Plakate ankleben. Ah, ja stimmt, ich erinnere mich. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das ist, wenn du der Geisel in den Kopf schießt und danach sagst, ich wollte sie doch heilen. Ja, genau. Oh. Wir haben was verpasst. Was denn? Die Gegner wirken auf einmal so hart. Das waren sie die ganze Zeit schon. Aber kann sein, dass das Spiel eine andere Skalierung hat als das vorige. Das Coole ist, wenn ich meine Fähigkeit zünde, dann kommt so ein Filmgrün wegen diesen alten Schwarz-Weiß- oder Braun-Western. Ach cool. So, ist der Frame da oben? Der ist oben, aber ich weiß nicht wo. Na stimmt, du sagst das ja auch, wo ist er oben. Oh. Also das mit den Kanten, über die man laufen kann und die, über die man nicht laufen kann, da muss das Spiel echt noch ein bisschen nachbessern. Das stimmt. So, der ist tot. So, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Shotgun-Ammo. Ich sammle alles auf, was ich sehe. Ich muss mir auch noch eine andere Taste für Slammen. Zumindest im Feuergefecht drücke ich immer die falsche Taste für Slammen. Ja, bei mir ist es nicht anders. Ich drücke auch immer noch Steuerung statt C. Das muss ich auch noch umlegen. Ja, und auf Steuerung habe ich meinen Nahkampfschlag. So, dann bin ich auch mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir unsere erste Granatenmod bekommen. Beziehungsweise was es für welche sein werden. Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Und wann der erste, also der dritte Waffenslot kommt. Jo. So, ich bin jetzt bei 1500 Space Moon Dollar. Space Moon Dollar. Ah, kommt irre. Ich bin dein Space Dad. Oh, Space Dad! Nein, Space Dad! Wofür sie bezahlen. Selbst wenn du ihnen dabei das Brustbein mit Kugeln durchsieben musst. Ich glaube, das ist was in das Wort ist eine Kampflespe. Wer denn? Die Springs. Meinst du? Ja, die hat doch gesagt, dass sie mit Kerl nichts anfangen kann. Ja, okay, stimmt. Ach, das meinst du mit Kampflespe? Entschuldigung. Ich habe an das Wort mit L gedacht. Sagt er, du blöder Hund zu uns. Braucht jemand ein Medikit? Wie? Der nennt sich beim Namen? Ja, ne? Voll schlimm. Das sieht wirklich furchterregend aus. Nur noch ein paar Poster. Nicht sterben jetzt. Wie sehen die so mit ihrer Maske so aus wie die Typen von Daft Punk, ne? Daft Punk, Daft Punk? Ja. Wow, wo seid ihr denn? Ich will auch ein Poster aufhängen. Wo sind die? Ach, da.
furchteinflößend genug. Könnte ruhig noch mehr sein. Nur noch zwei und das war's. Ich bin dir sehr dankbar. Drauf. Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt es daran, dass ich monatelang allein in der Wildnis zugebracht habe und fast von Kragans getötet worden wäre. Ich muss zugeben, ich sehe ziemlich cool aus. Häng jetzt noch das letzte Poster auf und der Job ist erledigt. Okay. Ich bin auch drauf. Cool. So. Geh du nach oben, ich mach hier schon mal... Oh. Die letzten Bilder waren überbelichtet, deshalb habe ich stattdessen ein Katzenbild genommen. Echt jetzt? Ja. Wie auch immer. Komm zurück. Verdammt, wie komme ich da rauf? Ich will das sehen. Ich bin von... Moment. So. Hier. Hoppala. Ich bin hier auf die Kante gesprungen. Sauerstoffniveau auf 50%. Tendenz fallend. Nein. Okay, ach da. Ja, genau. Dann einfach hoch und... War ja nicht weiter schwierig. Lockpack. Oh, cool. Nachbrenner benutzt. Nachbrenner-Erfolg geholt. Also, breites Rang. Wo ist denn das Bild? Hier. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Brauch ich noch hast du keine Waffen mit Zoom? Doch. Dann zoom mal dran. Ach, da hängt's. Oh, wie süß. Von hier sieht das aus wie ein Monchichi. Kennt das überhaupt noch einer? Das habe ich mir auch gedacht. Was, ob das noch jemand kennt oder ob das ein Monchichi ist? Ja, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ja, genau. Oh, was ist da? Oh, da bin ich. Cool. Korrosionsfass. Oh. Nein. Bleib ich doch noch bei dem Sniper. Ja, ich wollte gerade sagen, der Schaden ist so niedrig von den anderen Waffen, ne? Ja, irgendwie sind die alle momentan noch relativ niedrig. Wow, da flog eine Tür. So, und warum haben wir da jetzt zwei Punkte auf der Karte? Folge der Stimme deines Herzens. Ich habe mir heute übrigens den Dingsmanga geholt zu Edge of Tomorrow. Ah. All you need is kill. Ja, ja, oder wie die Leute den Film immer nennen, Life, Die, Repeat, weil der heißt ja auch offiziell so. Ja. Ich will noch in die Sauerstoffblase! Nein! Verdammt! Das wäre eigentlich... Ich habe in dem Moment noch auf dich geschossen. Das wäre witzig gewesen, wenn du dann noch aus der Blase rausgeflogen wärst. So ein netter Kerl. Ich weiß. Ich verstehe gar nicht, warum du so viele Freunde hast. Hab ich? Weiß ich gar nicht. Ah, oh, verdammt. Ich habe eine Voicemail gekriegt. Die rollen so gut. Wir schon wieder auf die Moonbase schießen? Na, was? Ist das aus, dass du willst auf die Moonbase schießen? Ja, ja, das. Die ist auch böse. Ach da so. Ist Jack. Das ist der Endboss. Glaub ich. Also, nicht von diesem Spiel, aber es ist ein Endboss. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, da glaube ich irgendwie nicht so ganz dran. Ah, ich lass die Peitsche knallen. Whip-Ass! Heute erst wieder Event Horizon gesehen, daran erinnert mich das. So, wir fliegen jetzt erstmal hier mit dem Jetpack. Ich komme hier, Arschlöcher! Mich dünkt, wir hatten mal ein Fahrzeug. Das ist wohl richtig. Geronimo! Yes! Revolver hang. Scheiße. Revolver sie sehen. Oh. Nächster Level! Yes!
Also ich finde Revolver mit ihr ja ziemlich geil, aber das Problem ist, die Muni, die ist ja weg wie sonst was. Ja, aber hallo. Meine Shotgun auch. Die Muni ist so schnell weg. Das könnt ihr euch in die Venen rammen. Ich meine, okay, dafür haben wir hier überall die Dinger da rumfliegen, ne? Aber... Aber das Mädel ist auch super schnell im Nachladen von Revolvern. Oder das liegt an den Revolvern, das kann auch sein. Das sind Jacobs, ne? Wieso? Gut. Ne, der hat sich eine kleine getan. Echt? Ja. Eine Medi-Injektion. Irgendwie das haben wir das Ziel aus den Augen verloren, ne? Oder? Müssen wir nee, wir müssen hier rum. Ich finde das aber trotzdem immer noch so ein bisschen blöd, dass sie sagen, Medikit, wenn es ja eigentlich so eine Sauerstoffflasche ist. Ja, bei mir passt das, aber bei mir ist beides dasselbe. Hm? Ich habe so ein Sauerstoffschild und das gibt mir jedes Mal Lebensenergie, wenn ich Sauerstofftanks einsammle. Oh, okay. Ich hatte eine Katze. Sie starb. Oh. Was soll das denn jetzt, ey? Eine traurige Geschichte. War es die einzige Quest? Nein, ich schau mal nach. Es gibt da einen Lichtreaktor in einem nahen Gebäude, den ich von den fetten Batzen Mondsteine verhökern könnte. Wenn du mir den besorgst, dann kannst du eine von meinen überzähligen Laserknarren haben. Ich hab dir gerade eine Protgun gegeben. Du wirst damit ein paar Kragans reizen müssen. Hallo, neuer bester Freund. Ich vertrete die Torque Corporation und bin voll angepisst, weil es Laserwaffen gibt. Die verschießen Licht, das nicht mal explodiert. Was soll das? Ich bezahle dich, wenn du diesen Lichtreaktor für mich findest und zerstörst. Etwas übertrieben, aber mir gefällt sein Elan. Lass es nicht zu sehr krachen. So. Ich denke, ich werde das Sniper jetzt mal wegpacken. Oder? Ah, ich behalte es im Inventar. Alles klar. Ich habe jetzt so eine schöne Jacobs. Oh, schön. Mit 11 Schuss. Die total verzieht. Das ist scheiß Teil. So. Achso, da über die Rampe müssen, ja? Vorsicht, wenn du Kragans begegnest. Sie tauchten auf, als Diamond den Bergbau auf dem Planeten anfing. Einer hätte mit seinem Kamera fast getötet. Legendary Grass. Ich habe eine Safety-Narbe am Bauch verpasst. Ja. Tut mir leid, dass ich abgeschweift bin, Kammerjäger. Hatte das einen Grund, dass du den Turbo nicht gezündet hast? Ich habe den Turbo gezündet. Echt? Ja. Alter, du bist viel zu schwer. Ich glaube auch. Athena, du musst mal ein bisschen abnehmen hier. Ich guck mich hin dann. Na gut, ich guck hin. Okay. Ich glaube, ich habe den richtigen Übergang gefunden. Lass mich raten, er ist zum Springen? Hä? Nein. Ich meine den richtigen Übergang im Sinne von, da gibt es eine andere Stelle, wo man wahrscheinlich rüber kann. Aber ja, wir können es natürlich erstmal mit normalem Springen versuchen. Ob dieses Mondstein gelöst der Ersatz für das Iridium ist? Ich gehe einfach mal von aus, das wäre sehr sinnig, wenn es das wäre. Können wir nicht bis zur Basis einfach springen? Ja, können wir mal ausprobieren. Hui! Aber, was ist, was ich auch gesehen habe, ist, wenn du mal so ein bisschen weiter hier rüber kommst, ja, wenn du da hinten mal guckst, so geradeaus, das ja, sieht aus wie eine gewaltige Rampe. Hm. Egal, gucken wir mal, ob wir so darüber springen können.
Aber der Canyon wirkt arg breit, ey. Egal. Who wants to live forever? Scheiße! Ich hab noch versucht umzudrehen, aber es klappt nicht! Verdammt, wir sind so pleite. Alles klar. Schon mal auf die Map geguckt? Gibt's da vielleicht einen Meter weiter eine Straße oder so? Nee, gibt es nicht. Das ist abgeschottet. Oh, warte. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich diese Rampe benutzen. Okay. Ein Wort, das sich auf Orange reimt. La 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 la. Ach, diese Rampe. Ja, genau. Böse Rampe. Ah, ich weiß ja nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum sich das Ding jetzt auf einmal gedreht hat. Es sah sehr episch aus, auf jeden Fall. Ja, irgendwie schon. Was ist das denn, ey? Sieht immer so aus, als wenn der Turbo zu spät zündet, aber ich sehe das ja nicht so gut. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das Ding den Turbo gar nicht zündet. Ich brauche neues Werkzeug. Ja genau, mach du mal. Aber nimm das Raketending, nicht den Laser. Der Laser ist kacke. Okay. Keine Ahnung. Yeah! Geschafft! Das Gebäude mit dem Lichtreaktor ist ganz in der Nähe. Geh rein! Ach so. Ja, deshalb habe ich dir die Protgun gegeben. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie in das Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Bresche. Hä? Protgun? Ich wüsste nicht, dass ich eine bekommen hätte. Ah, warte mal, ist das vielleicht die... Ich glaube, das ist die Kanone von Moxie. Ja. Ah. Aua! Ja, nicht anschließen, nicht anschließen, der muss hier rüber. Ach so. Wow! Das hält immer noch. Sie müssen es nochmal rammen. Na ja, komm, nimm Anlauf, Kleiner. Sie haben das Gerümpel weggerammt. Geh rein und greif dir den Lichtreaktor. Erstmal schneide ich mir den Rest. Jetzt bring ihn mir her und ich gebe dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich und kassierst dafür eine coole Torkknarre. Nein. Ich Laserwaffen hasse und voll nachtragend bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Oh, der Muskelberg tut mir fast leid. Du kannst den Reaktor für Torque zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Schieß auf ihren Schild, ihr Arschlöcher. Das wird lustig. Ich liebe diesen Ort. Aber wir geben ihn der Springs. Ja, ich möchte gerne eine Laserwaffe haben. Kacke! Nein, ich bin schlecht gesprungen. Egal, das ist der Insta-Warp. Ja, das war der Plan übrigens. Wir sind sofort da. Ja, jetzt haben wir bestimmt Talk das Ding gegeben, weil wir in die Lava gefallen sind. Oh nein, das wäre voll kacke. Das wäre wirklich kacke. Ich hasse nein, aber. Greg. Wir geben ein tolles Team ab. Das ist wie ein Laserschwert. Alle haben Spaß mit ihren Laserwaffen. Aber hallo. Ich sitze hier nur rum und jage Sachen in die Luft.
ist scheiße. Ach, woher? Die Leute stehen auf Explosionen. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein, Freundschaftszone. Erzählt er die Sache mit dem Lichtreaktor-Dings herum? Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch steckte. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay. Die Springs hat ein UFO unter sich herfliegen. Was? Ja, musst du das mal angucken. Wo ist sie? Hinten an ihrem Kopf. Bei mir ist da kein UFO hinten an ihrem Kopf. Überall. Bei mir schon. Bei mir hat die nur ihr Schulterding. Nein, ist aber wirklich so. Okay, ich sehe da kein UFO hinter ihr herfliegen. Komisch. Ja, haben wir jetzt eine Laserkanone bekommen? Ja, tatsächlich. Ja, ich hab die Quest abgegeben. Oh, ein America-Gang. Firestarter. Macht mächtig Ärger. Oh, die schießt so schön genau. Und die lädt super schnell nach. Nicht schlecht. So. Ich brauche neues Werkzeug. Wie unterschwellig diese Waffe ist. Oh, warte, kann ich erstmal den Rest verkaufen? Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Verkaufen, Rucksack. Das war mir das, wieder ein das. Vergnügen. Leb wohl, mein Freund. Der da macht, dass du lebst weiter. Der da macht, dass du lebst weiter. Ich bräuchte mal ein neues Schild. Ja, ich komme ja schon. So, dann düsen wir Concordia. Ja, können wir da jetzt endlich hin? Das sieht so aus, ne? Oh oh. Nee, ne? Warte, drück mal C. Überlass mir deinen Platz. Wow. Entschuldigung. Kein Problem. Alter. Also die hätten diese Brücke ruhig etwas besser bauen können. Es wird ja immer teurer anstatt preiswerter. Nee, wieso? Es wird immer preiswerter. Dann will man weniger Geld haben. Okay, dann ist es jetzt einfach nur teurer geworden, weil ich mehr Geld hatte. Gerade habe ich unter 100 bezahlt. Ich schieß mal nach hinten, das gibt uns die nötige Schubkraft. Das ist doch nicht wahr. Also ich raff's nicht. Ich auch nicht. Warte, ich habe eine Idee. Auf der Karte sah das jetzt so aus, als wenn der Übergang an der linken Seite am schmalsten wäre. Oh, zu sehen, Leute zu killen. Ja, dann versuchen wir jetzt einfach mal ganz links zu springen. Genau. Ja. Sehr gute Idee. Butterweich. Woohoo! Joho. Achtung, Atmosphäre zur Atmung geeignet. Ja, auch Vault Hunter-Symbole irgendwo gibt. Müssen wir mal bei den
Badass-Dingern da reingucken. Ich noch gar nicht, aber noch die Tickets nicht eingucken. Ein Drecksloch, wie es im Buche steht. Such einen Kerl namens Huckster, Ex-Hyperion-Mann. Er hat dir das Sagen. Es ist ruhig. Viel zu ruhig. Wobei, in der Stadt von Jack war es doch auch so ruhig. Wie hieß die denn nochmal? Opportunity. Ah, hier stehen ja Leute. Bürger von Concordia. Ach, guck mal. Ich fühle mich ein wenig bedroht. Okay, ein Schritt weiter, Bürschchen. Gib ihm deine Papiere, und zwar schnell. Hopp, hopp. Ist das dein verdammter Ernst? Oh. Das ist ein Verstoß gegen das interstellare Verbalmoralitätsstatut. Das gibt eine Verwarnung. Verdammte Scheiße. Oh, du kriegst gleich noch eine. Ich liebe Regeln. Sie geben mir Macht. Komm mit, sonst gibt's die dritte Verwarnung. Geil. Von dass er einen Schlagstock hat. Mhm. Wohl, lass mal warten. Ich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir jetzt einfach hier stehen bleiben. Ob er sich dann auch meldet, genauso wie Claptrap. Obwohl, Jack hat ja auch nach einiger Zeit aufgehört. Okay, ich glaube nicht. Der fängt bestimmt gleich an. Gib ihm noch eine Stunde. Concordia Entry Control. Oh. Keine Foto. Oh, keine Witze. Weapon Fire to a Minimum. Oh. Das ist Concordia, der mächtigste Weltraumhafen auf Elpis. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aus sehen wirst. Ja. Klar. Ich folge dir auch nur, weil ich dich so putzig finde. Was ist denn? Pickle! Was ist denn da oben? Serena? Serena Bot? Pickle sieht seltsam aus. Wir können den Stahlspind hier nicht öffnen. Na, leider. Gib ihm das Orbatron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Oh. Warte. Oh, super. Ja, betrachte dich als klar zur Dekontamination. Bumm. Ich hab dir gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Oh, man kann aber nicht nochmal mit ihm reden. Schade. Aber der gehört zu Dahl, ne? Ja. Ich dachte, die gehören alle zu Hyperion. Hm, wer weiß. Oh! Willkommen, oh, oh. Neuer Bürger! Gehorche meinen Befehlen! Okay. Stell dich auf Dekontaminationspad. Nicht bewegen, wenn Strahl kommt. Ja, gut. Ach, alle Spieler erforderlich. Du bewegt! Ha. Oh! Komm in Klinik, dumme Lapuschka! Sie hat extra gesagt, nicht bewegen. Du hörst ja nie auf den Arzt. Ich wollte mich nur umdrehen. Du brauchst Medizin. Du kommst zu mir. Aber nur wenn Arzt. Schwester Nina hasst große Babys. Außer echte Babys, die Schwester Nina liebt. Du verletzt. Hier, nehmen. Ja, gut, du besser. Arsch. Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Du gesund. Geh. Ich bin nicht gesund. Ich will Heilung. Hallo? Mann. Hallo, ich mache, dass du atmest weiter. Das wie dann, ja. Das ist voll die parteiische Drecksau. Muss ich tatsächlich Heilung kaufen? Meine Ex hat mich immer Sushi genannt. So viele Leute leben hier. Ja, lauf doch.
Pech. Huckster, der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürriff. Wie in Bürgermeister und Sherry. Völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Danger, highly flammable. Was hast du denn da? Ja, ich dachte, hier ist vielleicht irgendwas. Weil hier steht Danger Highly Flammable, aber ist vielleicht später eine Quest. Oder auch einfach nicht, wer weiß. Einfach nur so. Genau. Wo ist denn der Bürriff? Was für ein Drecksloch hier. Kommst du oder willst du dich erst umsehen? Ich hatte gedacht, wir sehen uns mal um. Okay. Ich muss zum Friseur. Ach, hier ist der Grinder. Grinder? Mhm. Hammer. Grinder. Krass. Mein Orientierungssinn war noch nie der beste. Oh, ich habe noch eine blaue Waffe, die ich reinwerfen könnte. Oh, okay. Hä? Ach, die habe ich jetzt aus Versehen aufgesammelt. Warte mal, muss mal eben in die kommen. Nein, das ist meine Laserwaffe. Nein! Warte mal, wo Tasten zu so eine Waffe wegwerfen, wo ist das denn? Das ist echt krasses Zeug. Yo, Mann. Hey, Kammerjäger, gut siehst du aus. Ich frage mich, ob in diesem Teil Angel auftaucht. Gute Frage. Vielleicht muss er erst noch aktiviert werden. Ja, ich glaube auch, dass der Grinder noch gar nicht funktioniert. Lass uns mal weitermachen. So. Oh, warte mal, hier ist ein Facelifting-Dings. Ah, und ein Gun-Automat. Waffen, Waffen! Immer die gleiche Leier. Das ist alles viel uninteressanter. Der Laden links ist viel besser. Was ist denn in dem Laden links? Ja, was ist wohl in dem Laden links? Ach! Titten! Na was? Bonka, bonka. Kannst du nicht so laut sagen. Ich hab Bonka Bonka gesagt, das darf ich sagen. Barbot? Was, wo? Hier. Krass. Hä? Wäre viel witziger, wenn er einen SD-Platten lupeln würde. Oh, Lilith ist hier. Was? Was, 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 was? Lilith und Roland sind hier, die sind voll am Updancen, beziehungsweise sie. Ja, cool. Ach ja, guck mal hier. Gerade noch von Daft Punk gesprochen, ne? Ja, ne? Yeah, baby, tanz! Oh, cool. Huhu! Du so ein lacker Arsch, ne? Oh, ich auch. Wahrscheinlich der Armutsbonus. Mal gucken, ob wir. Oh, ich kann sogar hinter die Theke gehen. Aber da ist auf jeden Fall wieder der Pizzakarton von Moxie. Mit dem QR-Code. Genau. Was ist, wenn das. Der Barbot sieht auch echt irre aus. Ja, so ein schönes Schleifchen. Ah, der Markus-Bild sieht auch cool aus. Ja. Also es sieht schon mal, wenn ich das ja ungern sage, ja, irgendwie lebendiger aus. Ja, und hier ist auch wieder ein Bild von der Springs, ne? Warte, ich habe Mondsteine gefunden für uns. Wo ist ein Bild von der Springs? Ja. Wo ist hier? Irgendwas ist doch da. Genau, bei den Postern. Ah, okay.
Symphony of Suck. Riesenmülltonne und die Zelle. Was, das hier ist ein... Was? Da hat irgendwer gerade von einem Metallbikini gesprochen. Echt, bei mir hat es von einer Gefängniszelle geredet. Wenn du bei mir einkaufen kannst. Reiß den Schurken den Arsch auf, ha? Ah, ich will mir keine weiße Waffe kaufen, das finde ich Verschwendung. Nee, nicht wirklich, ne? Achso, hier geht's wieder zu dem Brander. Irgendwo hier war doch das Facelift, da. Achso, genau. Aber ich glaube, ich hatte noch gar keinen neuen Skin gelernt. Doch, da, zwei neue. Bluterguss und prächtiger Kammerjäger. Aber Köpfe gab es noch keine neuen. Schade. Dann gehen wir mal weiter, oder? Ja, genau. Besucher von der Helios. Also, folgendes. Keine Besucher heute. Was? Du warst einer von uns, du bescheuert betitelter Bastard. Danke, dass Sie das Büro des Büriffs besucht haben. Wir hoffen, die bürokratischen Interaktionen waren zu Ihrer Zufriedenheit. Ich schätze, jetzt kann uns nur noch einer helfen, so leid es mir tut. Geh in die Up-Over-Bar. Verdammt, wo ist Max? Oh, warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte Tussi und den Typ, der allergisch gegen Lächeln ist? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich winkt uns das Scheißglück auch mal zu. Hallo nochmal. Hyperion verliert die Helios an Dahl. Wir müssen das Signal abschalten, das die Systeme dort stört. Hyperion, Dahl, ist da ein Unterschied? Wir sind im Urlaub. Gemeinsam. Ja, sorry, aber wir sind raus aus der Kammerjägerbranche. Zu viele Tentakel. Was heißt das? Los, sprich mit Maxi, verdammt! Willst du zu mir, Sugar? Dein Ex schickt mich. Er braucht deine Hilfe. Und einen besseren Geschmack bei Frauen. Die Freude ist ganz meinerseits. So, Jack schickt dich, was? Muss ihn ja schwer gewurmt haben. Aber keine Sorge, vorbei ist vorbei. Was braucht er von mir? Irgendwo von hier kommt ein Störsignal. Es blockiert die Verteidigungsanlagen der Helios. Ich soll es abstellen. Du willst ein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echotürmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Die finden die Quelle, dann kannst du das Signal abschalten. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Du wirst es bald verstehen. Hey, schenkst du nochmal nach, oder was? Was soll das? Du arbeitest hier. Was? Nö, ich sehe dem Typ nur ähnlich. Ich bin gerade erst rein. Klar, in 2 Minuten ist deine Pause vorbei. Du musst mal lesen, was auf der Flasche draufsteht. Melly went black lame. Scheiße. Ja, da geht's gut. Läufst du schon einfach vor? Du hast mich nur abgelenkt. Ja, genau. Moxie sagt, du sollst ihre Mondsteine abholen. Ich glaube, ich habe sie in der Bank hinterlegt. Du kannst sie dir holen. Ich bin kein großer Fan der Bank, aber sie ist nützlich. Man kann dort Sachen bunkern, die man nicht mit sich rumschleppen will. Ach ja, richtig. Ich habe sie ins Versteck gebracht, nicht auf die Bank. Na, du kriegst die Waffe. Ihr Besitzer braucht sie nicht mehr. Das Versteck, was? Dort kannst du Objekte einlagern, die du mit anderen tauschen willst.
Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgelegt hat. Ach, schön gemacht. Ja. Ah, warte mal. Yeah! Was, die Dinge ist weg? Die war im Safe. Echt? Ja. Bei mir war nichts drin. Echt nicht? Geh nochmal nachgucken. Nee, mein Safe ist leer. Oh, okay. Guck mal, was hier ist. Pandora Corn Petting Zoo. Und da ist ein, ein Zweihorn drauf. Nurse Nina punch you in the face for visit Firestone population 1. Okay, hier ist nichts drin. Ein bisschen Muni und ein bisschen Geld. Schlimm ist, ich trenne mich so ungern von Revolvern. Ja, das glaube ich dir. Achso, hier war Schwester Nina. Und der Laser ist cool. Also behalte ich erstmal den Laser. Laser hatte ich noch nicht. Maliwan habe ich den ganzen zweiten Teil benutzt. Okay, nee, nicht hier lang. Nee, oben. Nee, hier hinten durch. Das ist ja oben von geradeaus. So. Oder auch nicht? Ne, hier sind wir mit dem Sheriff. Ja, ja. Hä? Ach nee, da, das ist hier der Dahl-Safe. Achso. Ich hatte die Mondsteine dauernd bei mir. Typisch, was? Im Ernst? Der sollte sich selbst verwarnen. Wegen Blödheit. Nimm die Mondsteine und bring sie zum Schwarzmarkt. Zeig die Mondsteine dem Typen da. Dann kriegst du, was du brauchst. Cool, die Safes sind schon wieder voll. Ja, auch der ich habe vor einiger Zeit einen Haufen Transmitter bestellt, wollte mich dort aber nicht mehr blicken lassen. Diese Janie Springs versucht dort immer zufällig auf mich zu treffen. Gerät geht nicht, wenn nicht angesteckt an Person. Moment, was ist das? Das wo? Shift? Da bist du ja wieder. Aha. Borderlands auf Facebook? Willkommen Forum für im Sheldon Shifty Shopping Center. Aha. Wähle gefällt mir auf Facebook? Ach, guck mal, du musst dir deine Shift-Codes hier abholen. Also deine Schlüssel. Aha. Und du kannst die Shift-Codes direkt im Spiel eingeben. Cool. Das ist schön. Mit dem direkt im Spiel eingeben. Bei Shifty Sheldon bist du stets willkommen. Shifty Sheldon? Wähle gefällt mir auf Facebook und kommt Borderlands Game für Neuigkeiten über Borderlands oder PC Pro. Ja, wie kann ich das denn jetzt machen? Pass auf dich auf, Champion. Ja. Kriegen wir auch noch raus. Ja, wichtiger wäre die Frage, wo ist die Truhe? Richtig. Ich muss mein Leben echt mal überdenken. Was liegt an? Ich habe hier Mondsteine von Moxie. Sie sagt, hier wären ein paar Transmitter abzuholen. Die gebe ich dir gratis dazu, wenn du mir was von dem anderen Müll hier abnimmst. Kauf was und zieh Leine. Hast du noch immer nichts gekauft? Von Upgrade. Was haben wir denn hier für Upgrades? Ich denke, bei mir wäre Pistolen schon mal sehr sinnig. Und vielleicht ein Rucksack. Crazy, das ist momentan echt die Frage. Es ist nützlich, ihn zu kennen. Bring ihm die Mondsteine, dann gibt er dir, was du brauchst. Was liegt an? Ich liebe diesen Kerl. Ich gebe dir die Koordinaten der Türme auf dein Echo und leite die Aktion von hier. Ich melde mich, wenn du den ersten Transmitter platziert hast.
Du musst auf das Dach von Springs Emporium O'Stuff kommen. Sie ist nicht in der Stadt, kann dir also nicht helfen. Und nur damit das klar ist, sagt Jack, wenn das vorbei ist, sind wir quitt. Genau. Komm nie wieder. Aber wir sind bei 45 Minuten. Ich mach mal eben kurz einen Cut. Jo, machen wir mal. Bis gleich. Ja, hi.